Hallo und herzlich willkommen beim Maltischer Mittwoch, Episode 416 vom 16. Februar 2022. Heute zwei explizite Themen aus der düsteren, finsteren Zukunft des 41. Jahrtausends. Wir starten mit Resinverarbeitung, Titanenbau, meine Eindrücke und meine Meinung zumindest, was man für Werkzeuge braucht, um vielleicht in Zukunft bei einem anderen Modellbausatz nochmal das Ganze zu ergänzen und vielleicht auch zu zeigen, wie ich baue. Danach haben wir ein Projekt, was plötzlich so aufploppte. Ja, was einfach da war, es ist passiert, es hat mich etwas überrumpelt, aber es freut mich. The Badab War. Mehr dazu natürlich im Video. Wenn euch dieser Content gefallen würde vielleicht oder zwischendurch ihr feststellt, ey, gefällt mir, gebt den hier. Wenn ihr sagt, ach, diese Finger, schon wieder Space Marines, schon wieder Titanen, lösch dich, du verdammter Freak. Daumen runter, aber dann bitte in die Kommentarsektion schreiben, lösch dich. Dann weiß ich auch, warum ihr einen Daumen runter gebt und es euch nicht gefällt und ihr überhaupt das Video guckt, frage ich mich dann auch. Aber gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Es gibt ja auch Leute, die leiden gerne. Und wir gehen direkt los in das Video nach dem Intro. Dann, die Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, nicht am Maltisch, sondern genau auf der gegenüberliegenden Seite, dahinter am Basteltisch, der eigentlich Spieltisch ist, jetzt von vielen Modellen belagert wird. Es ging darum, initiiert von Lord Xaxox, was brauche ich denn, um mit Resin-Miniaturen zu arbeiten und im Speziellen hier mit solchen Titanen aus Resin. Ihr seht, der Fortschritt am zweiten Ravager Titan hier hinten auf der linken ist schon relativ weit. Das Ding, was jetzt aktuell fehlt, ist tatsächlich mein Epoxid, zwei Komponentenkleber, der mir leider ausgegangen ist. Ich benutze dieses Zeug scheinbar zu inflationär und aktuell warte ich auf die nächste Lieferung. Deshalb kann ich euch als wichtigste Komponente für den Bau von Resin-Modellen und im Speziellen hier von Titanen der Reihe von ForgeWorld empfehlen. Nutzt JB Weld. Das ist ein zwei Komponenten Epoxidharz. Das hier ist noch der Rest Härter, den ich habe. Das andere ist schwarzes Zeug Kleber. Das vermischt man dann auf einer Palette. In meinem Fall habe ich einfach Pappe genommen zu einer grauen Masse, trägt diese auf. Diese ist innerhalb von 24 Stunden ausgehärtet, beziehungsweise 4 Stunden schon so, dass man damit weiterarbeiten kann. Jetzt im nächsten Schritt probiere ich JB Weld Quick auch mal aus. Das soll innerhalb von 4 Minuten sogar schon anziehen und trocknen. Und dementsprechend kann ich euch dann da auch noch was zu sagen, wenn es dann soweit ist. Zum Mischen des Ganzen empfehle ich hier Holzstäbchen. Oder hier in dem Fall habe ich mir welche gekauft im Supermarkt. Das sind so eigentlich Cocktail-Piekser. Die haben den Vorteil, hier hinten kann ich schön anfassen. Vorne kann ich ein bisschen dann hier auf dieser Palette rummischen, das so aufnehmen mit der Seite oder aber auch, wenn ich fertig bin, hier mit dem kleinen Ende in so ein paar Vertiefungen noch was einarbeiten. Das funktioniert ganz gut und ist natürlich ein Wegwerfartikel. Wenn ich mit dem Epoxidharz fertig bin, dann kommt das Ding weg. Alternativ zum Schmieren in kleine Lücken kann man auch einen Zahnstocher nehmen. Was auch hilft danach zum Säubern, ist ein Wattestäbchen, ein Q-Tip. Das kann man auch ganz gut nehmen, um dann etwas sauber zu machen. Habe ich jetzt in dem Fall hier nicht liegen, sondern nur wirklich die Basics. Was brauche ich, wenn ich noch nicht am Klebeschritt angekommen bin, sondern davor? Davor würde ich empfehlen, für große Plastikteile beziehungsweise Resinteile abzusägen. Hier so eine kleine Bügelsäge. Da braucht man auch einige Blätter. Deshalb kauft euch ruhig mal ein, zwei Ersatzdinger, wenn ihr ein Modell angeht. Dann werdet ihr benötigen für kleinere Teile die klassischen Clipper. Hier ruhig was Stabiles nehmen, weil Resin ist teilweise recht hart. Ihr werdet brauchen ein Bastelmesser, auf jeden Fall, um nochmal Dinge wegzuschneiden. Hier
ruhig mal ein, zwei Packungen extra Klingen mit einrechnen, denn Resin macht die Klingen extrem schnell stumpf. Dann, was auch immer hilft, Schleifpapier. Hier habe ich das hier, könnt ihr sehen, ne? Um zum Beispiel Flächen anzurauen, um dem Kleber ein bisschen mehr Möglichkeit zu geben, dort anzuziehen oder kleinere Unebenheiten auch einfach mal wegzufeilen, beziehungsweise wegzuschmirgeln in dem Falle und Oberflächen generell auch anzurauen hier und da. Die Panzerplatten zum Beispiel von den Modellen habe ich hier einmal gerne komplett hier so übergeschmirgelt, dass ich an den Rändern mögliche Elemente, die da drüber gucken, mögliche, was ist denn das, Gussgrate bzw. Casting Molds. Es ist ja gegossen, es ist ja, wobei ich habe Gussgrat gesagt, Gussgrat, Guss, gegossen. Ja, okay, um mögliche Gussgrate hier an den Rändern noch wegzubekommen, hilft Schmirgelpapier auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Möglichst feines, wenn ihr an Oberflächen gehen wollt, an den Kanten kann das euch ruhig ein bisschen gröber sein. Dann hilft auch immer mal Sekundenkleber, den ihr für kleinere Elemente nutzen könnt. Oder wenn ihr zum Beispiel, wenn wir jetzt uns dieses Modell hier mal angucken, hier vorne diese Kabel am Kopf anklebt. Dafür habe ich natürlich JB Weld genommen, um das richtig zu kleben. Ich weiß nicht, wie das denn ist mit JB Weld Quick. Ich habe das erstmal JB Weld auf die Flächen drauf angeklebt und dann hier so einen ganz kleinen Punkt noch Sekundenkleber. Hier oben und hier unten drauf, dass es erstmal vorfixiert ist, sich nicht mehr groß verzieht und dass der Epoxid-Zwei-Komponenten-Kleber dann ordentlich auch durchtrocknen kann. Dann empfehle ich in jedem Falle magnetisieren, stiften. Ganz wichtige Sache. Stiften, je nachdem, was ihr nehmen wollt, habt ihr einen Bohrer, der passend zu der Größe des Stifts passt. Ich habe hier mir eine Billo-Akkuschrauber gekauft, weil wenn der kaputt ist, ist nicht so schlimm. Ich habe hier einen 4 mm Durchmesser Drillbit drin und dann Verstifte, Metallstifte in verschiedenen Längen, 4 mm dick, auf das ich dann entsprechend teile, wo Druck drauf ist, wie zum Beispiel die Knie, die so aufeinander stehen, dass ich dann da an der Verbindungsstelle eben einen Pin reinsetzen kann, einen Stift, damit das wirklich stabil ist und nichts umfällt, beziehungsweise nichts irgendwann mal aus dem Leim in Anführungszeichen geht oder auch um dem vorzubeugen, da ich nicht weiß, wie stabil wirklich das Epoxidharzgemisch ist. Ich habe noch keinen Härtetest gemacht, dass da auf jeden Fall weniger Spannung auf dem Knie ist. Deshalb stiften, große Empfehlung. Kleiner stiften könnt ihr mit dem Handbohrer, kein Problem, beziehungsweise den Bohreraufsatz einfach mal eben in den Akkuschrauber rein, ist auch kein Problem. Dann könnt ihr auch kleinere Stifte nehmen für eben kleinere Teile, wie zum Beispiel Kabel oder sowas. Empfehle ich in jedem Fall, denn Sekundenkleber auf jeden Fall pappst nur zusammen, wo Plastikkleber, was wir sonst gewohnt sind, Dinge verschweißen. Deshalb kann man bei Sekundenkleber brechen. Epoxidharz muss sich erst herausstellen, aber sicher ist sicher. Das an dieser Stelle. Für das Festkleben von kleineren Teilen in jedem Falle eine kleine Pinzette zu empfehlen. Findet man eigentlich in jeder Drogerie bei den ganzen üblichen Beauty-Artikeln wie auch Nagelscheren und ähnlichem. Dann habe ich die Situation, dass ich kleben möchte. Da könnt ihr zum Stabilisieren, zum Festzurren von Dingern, gerade wenn es große Teile sind, so schöne Gummibänder hier nutzen. Da könnt ihr auch Einmachgläser Bänder nutzen, die sollten dann entsprechend in verschiedenen Größen sein, falls ihr mal weniger binden möchtet. Die sind auch im Zweifel Wegwerfartikel, wenn da Epoxidharz drauf kommt, also auch nicht zu teuer kaufen, denn die können auch mal weggeschmissen werden müssen. Dann finde ich eine sehr wichtige Sache bei solchen Modellen sind Magnete. Ein Forge World Ravager Titan. Ja, ich sage bewusst Ravager, also Reaver, Chaos Reaver Titan, der in der alten Lore als Ravager betitelt wird, hat einen hohen Wert. Ja? Das Ding kostet mit einmal Waffenausrüstung, glaube ich, 900 Schleifen. Und wenn man jetzt nicht so verrückt ist wie der Dizzyfinger, der sagt, ey, ich kaufe mir direkt einfach mal zwei davon plus zusätzliche Waffen, dann hat man wahrscheinlich auch nicht die Möglichkeit, verschiedene Waffenoptionen auszuprobieren.
an verschiedenen Modellen, beziehungsweise man möchte an dem einen Modell, was man vielleicht hat, oder an den zwei Modellen, die man hat, auch mal die Waffen austauschen, wenn man die öfter mal einsetzt. Also Magnete, weil eigentlich bin ich kein Fan von Magnetisieren, bei der Größe und dem Preis der Modelle allerdings gerechtfertigt. Hier habe ich Magnete mit 20 mm Durchmesser und einer Dicke von, was ist denn das, 3 mm. Diese setze ich an den Armen ein, setze ich an der Hüfte ein, damit ich zum einen das Modell besser transportieren kann, zum anderen Waffen auswechseln kann. Dafür habe ich mir hier auch noch speziell extra Bohrer besorgt. Ja? 20 mm Durchmesser Drill Bit, in dem Falle ist es Woodworking, also Holz, weil die oben eine relativ scharfe Schnittfläche haben und die Holzdrillbits in der Mitte auch nochmal diesen kleinen Dorn haben, womit ich genau da ansetzen kann, wo ich hin möchte und nicht mit einem anderen Bohrer irgendwie komisch rumeier. Ich habe gemerkt, Holzdrillbits sind tatsächlich für Resin ganz gut und damit werde ich auch arbeiten. Damit funktionieren dann auch so Sachen wie bei dem Herren hier. Die Zehen sind natürlich alle noch nicht angeklebt, dass ich dann hier die Hüfte, diese Sektion, magnetisieren kann. Einmal erstmal die Beine zusammengebaut, das Hüftsegment zusammengebaut, von oben durchgebohrt, dass ich weiß, wo die Mitte ist. Dann diese Mitte, die 4 mm aufgebohrt war, weiter mit dem großen Drill aufgebohrt und dann mit Epoxidharz einfach die Magnete hier rein. Das ist mega easy gewesen, das war kaum Aufwand und geht auch dann entsprechend flott. Epoxidharz hinterher, wenn er getrocknet ist, nochmal ganz kurz überschleifen mit dem Schmirgelpapier und dann geht das auch ganz gut. Und wie ihr seht, gar kein Problem, das hält und das hält sogar so. Ne? Also wenn ich jetzt hier mit ruck, sogar dann, wenn da ein bisschen Gegenbewegung ist, jetzt hat er gerade losgelassen, aber so fasse ich ein Modell ja normalerweise oben nicht an. Ich fasse ja an den Beinen an, dementsprechend funktioniert das alles. So, kriege ich den jetzt hier hingestellt mit einer Hand, ohne dass es umfällt? Ja, schon. Die Zehen stabilisieren ja noch ein bisschen. Waffen ist ein ähnliches Ding. Kann ich gleich noch sagen. Waffen magnetisiere ich oben am Arm. Deshalb habe ich mir, werdet ihr gleich auch am Maltisch sehen, hiervon nochmal welche ausgedruckt. Die sind nicht ganz so detailliert, aber die nutzen denselben. Dann werden nämlich die Waffen so festgeklebt. Hier oben wird geschnitten, beziehungsweise bei denen ich gedruckt habe, habe ich hier oben direkt das Plan gemacht. Dann kommt oben ein Magnet drauf. Und dann, das kann ich euch nämlich jetzt hier an der zweiten Klaue mal zeigen, da habe ich mir ein extra Teil für gebaut. Hier ist dann der Magnet oben am Arm und dieser kommt dann hier in das Gegenstück rein, das hier reingesetzt ist. Hier habe ich auch mit dem 20 mm Drillbit einmal ein bisschen reingebohrt, dass die eigentlich dort drin befindliche runde Fläche oder abgerundete Fläche an den Seiten so ein bisschen eine Aufnahmekante hat, beziehungsweise wo ich dann den Magneten einfach reinlegen konnte, dass er nicht mehr verrutscht. Epoxidharz, Magnet trocknen lassen, einmal überschmirgeln und dann kann ich hier diesen Arm, beziehungsweise die Arme, sind ja alle gleich, einfach hier so reinsetzen und das hält. Und da kann ich auch jetzt den, weil die hoffentlich, Vorführeffekt wahrscheinlich jetzt, aber weil die hoffentlich gleich gepolt sind alle, kann ich dann auch die Waffen hier einfach austauschen. Hier seht ihr nochmal das Beispiel an dem Original-Resin-Gussteil oben mit dem Magneten angebaut. Dann kann ich nämlich im besten Falle den jetzt auch einfach zack hier dran möppeln. Fertig. Und so kann ich dann die Waffen austauschen. Zumindest unter den einzelnen Legios. Ich werde natürlich keine Grifonicus-Waffe für einen Lege-Furian-Reaver nutzen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. So, das, was ich nicht magnetisiert habe, ist hier oben der Raketenwerfer. Der hat, finde ich, eine Aufnahme, die ist groß genug und auch genug Gewicht, als dass der hier oben einfach drauflegen kann. Die Rückenplatten werde ich vielleicht noch mit einem kleinen magnetisierten Magnet ein bisschen fixieren, damit sie besser stehen oder besser zumindest da an der Stelle sind, wo sie hin müssen. Und dann haben wir schon mal die Basics für die Situation Abklipsen von Sachen, anschmirgeln, kleben und magnetisieren. Jetzt kommen ja natürlich noch so Situationen, wie ihr jetzt gerade hier gesehen habt, an dem Gatling Blaster bzw. an beiden.
die Läufe. Resin hat das Problem, es ist ein Kunstharz, wird es warm, verzieht es sich. Sowas passiert tatsächlich auch auf dem Transportweg mal, wenn es beim Transport recht warm ist und die Teile irgendwo in der Verpackung liegen, kann es auch tatsächlich sein, dass das dort erst sich das Teil ein bisschen verzieht. Ist dann blöd, aber passiert halt und dementsprechend ist das auch gar kein Problem, denn eine Schale, heißes Wasser rein, Teil reinstellen, Minute zwei drin lassen, rausnehmen, entsprechend biegen, wie es muss. Das funktioniert mit allen Resinteilen, die hier liegen. Das kann man mit allen machen. Biegen, wie es muss. So festhalten, kühlen lassen oder so festhalten und dann nochmal in ein Gefäß mit kaltem Wasser reingehen, um abzukühlen. Geht dann schneller. Und dann ist das auch alles super. Ich habe die jetzt hier erstmal angeklebt, weil ich gemerkt habe, ey, begradigen wird hinterher einfacher sein, als jedes Teil einzeln versuchen zu begradigen. Und dann ankleben, habe ich nämlich versucht und dann stellte ich fest, das passt ja trotzdem irgendwie nicht. Also habe ich erstmal angeklebt, jetzt ist es hier solide und das Einzige, was hier vorne fehlt, noch der Abstandsring. Der muss noch hier vorne rein, das ist dann ungefähr auf dieser Höhe, kommt er dann da rein. Davor mache ich die aber einmal warm und biege die gerade, dass dann der Gatling Blaster auch entsprechend nicht so krumpelig aussieht. Selbes Problem habe ich beim anderen auch, aber das lässt sich innerhalb von, ja, sagen wir mal, einer Viertelstunde, wenn ich entspannt arbeite, innerhalb von einer Viertelstunde beheben. So, das ist die Sache. Was muss ich alles stiften und magnetisieren? Magnetisieren kann ich Waffen, magnetisieren kann ich eine Hüfte, um eben entsprechend die Bewegung hinzubekommen. Magnetisieren kann ich einige Panzerplatten, um da zu verhindern, dass die wackeln. Gerade so welche, die locker bleiben sollen, wie zum Beispiel hier der Kopf. Okay, da muss ich noch mal ein bisschen arbeiten, dass die Rückenplatte, die unter der Panzerplatte liegt, dass die noch mal ein bisschen hochkommt, dass ich da besser rankomme. Aber das ist eine Sache, das kann man magnetisieren. Stiften würde ich in jedem Falle was, wo Druck drauf ist. Unten die Fußplatte zum Unterschenkel. Unterschenkel im Knie zum Oberschenkel. Oberschenkel zur Hüfte, Hüfte zur Taille? Keine Ahnung. Also hier, dieses Oberschenkel, Ende des Oberschenkels zu diesem Verbinder in die Hüfte rein eigentlich. Alles durchgestiftet, alles prima. Wo kein Druck drauf ist, wo aber viel Gewicht dran ist, hier hinten, diese Reaktorsektion, das in der Mitte ist ein separates Stück, mit zwei Stiften, einmal ungefähr hier, in der Mitte durch, dass beides, diese beiden Seitenteile mit dem Stück in der Mitte, aua, da ist ein Dorn gewesen, mit dem Stück in der Mitte verbunden sind, diese einfach nur mit Epoxidharz aufgeklebt. Ich hatte ursprünglich überlegt, von hier unten einmal durchzustiften, damit die auch mit dem Unterteil verbunden sind. Das hier dann zuzuspachteln und abzuschmirgeln, habe ich von Abstand genommen, weil das Epoxidharz ist so fest, dass ich das, glaube ich, nicht brauche. Zur einfacheren Montage. Einfaches Loch in der Mitte des Void Shields hier reinbohren und dann an diesem Anguss, der da ist, einfach, da brauche ich gar nichts stiften, kann ich hinterher zack reinkleben, hält. Da wackelt dann auch nichts. Man könnte die Void Shields auch magnetisieren, aber ich habe mir überlegt, das ist Quatsch. Ich lasse die nur erstmal lose zum besseren Bemalen. Was ich auch noch gestiftet habe, die Aufnahmen von den Waffen und den Kopf auf diese Brustplatte, nenne ich sie jetzt einfach mal, damit hier auf jeden Fall, weil das doch ein recht kleines Stück ist, auf jeden Fall das Bomben festhält. Dafür habe ich einfach in dem Falle hier einen Stift durchgejagt. Hier werde ich noch ein bisschen Mutation reinmodellieren mit der Masse am Ende des Stifts, weil der dann doch zu lang war. Ich habe das falsch eingeschätzt. Beim anderen sieht es besser aus. Hier modelliere ich halt noch so ein bisschen Verwachsenes. Dann sieht auch das Interieur bei beiden Ravagern ein bisschen anders aus. Und da das hier noch zum besseren Bemalen lose ist, kann ich euch das auch zeigen. Hier die Aufnahmen der Arme ungefähr. Hier ist ein Stift drin, der guckt dann hier aus der Wand raus, ist dann hier auf jeden Fall plan. Und selbst wenn er nicht plan wäre, könnte ich hier ein ganz kleines Loch oder so eine kleine Kuhle mit reinschneiden, dann hätte der noch ein bisschen Platz. Hier habe ich aber gedacht, stifte ich im besten Falle, weil von hier die Waffen kommen. Die Waffen haben ein gewisses Gewicht und wenn ich sie rausziehe, dann habe ich natürlich auch nochmal hier ein bisschen mehr Zug drauf nach unten. Dementsprechend mit dem Stift gehe ich da sicher, dass da nichts kaputt geht. So, in welcher Reihenfolge mussten die rein? So rum, glaube ich, ne? Ja, genau. Wegen der Kabel. Und dann haben wir eigentlich schon generell, was brauche ich, um mit Resins zu arbeiten?
Und was brauche ich oder an welchen Stellen kann ich magnetisieren, wenn ich jetzt speziell hier die Titanen bastel? Zu einem Warhound bzw. Feral Titan kann ich noch nichts sagen. Der ist noch nicht so weit. Da würde ich euch auf dem Laufenden halten, wenn das Interesse besteht. Was ich auf jeden Fall nicht stifte, hier Faust, ja, um dann hinterher die Verbindung besser zu schaffen. Was ich nicht gestiftet habe, sind zum Beispiel diese ganzen kleinen Gelenke an der Faust. Denn ich denke hier, da hängt ein kleines Stück von der Kralle dran, aber da hängt kein Gewicht groß dran. Ja. Im Ganzen ist diese Faust auch relativ leicht. Dementsprechend habe ich da nicht gestiftet. Was ich gestiftet habe, ist hier der Daumen. Der ist einmal hier durch, um das eben noch mal ein bisschen zu stabilisieren, weil hier die Aufnahme nicht so gut ist. Also da ist relativ uneben an dieser Stelle, um dieses Teil anzubringen. Deshalb zur Stabilisierung nur noch mal, damit es wirklich hält. Aber nicht um eben das Gewicht auszugleichen bzw. zu negieren, was an der Stelle ist. Bei den Händen hat man auch noch das Ding hier im Vergleich. Zeige ich euch bloß immer die Daumen. Genau, das ist noch nicht angeklebter Daumen. Der ist schon angeklebt. Hier in diese Vertiefung kommen noch mal oben so Konterplatten drauf. Wenn man da zusätzlich noch mit Epoxidharz arbeitet, dann hält das hinterher so bombenfest. Ich glaube nicht, dass man da wirklich die einzelnen Elemente stiften muss. Da sie ähnlich groß sind, die Füße eines Warhounds, gerade die Zehen, die würde ich zum Beispiel stiften, weil auf den Zehen, da liegt Gewicht drauf und das muss halten. Wenn ich nicht sogar nicht nur stiften würde, wenn ich nicht sogar einmal vorbohren würde und mit einer Spax-Schraube reingehen würde, um es wirklich zu stabilisieren. Aber zum Feral gibt es dann in Zukunft noch Infos. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Ravager Titans, sei es, ey Dizzy, wann bemalst du die mal? Ey Dizzy, wann malst du überhaupt mal wieder? Du baust ja und druckst nur noch. Oder kannst du da auf das und das Teil von dem Modell nochmal eingehen, etwas intensiver? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentarsektion, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Und jetzt gehen wir an den Maltisch. Jetzt gibt es nämlich ein weiteres Projekt, was sich so entwickelt hat, über das ich auf jeden Fall mal mit euch reden möchte, um das auch klarzustellen für alle, die teilnehmen wollen. Also, ab zum Maltisch! Und hier am Maltisch seht ihr 3D gedruckte Teile. Hier oben seht ihr welche, die müssen noch aus den Supports raus und müssen auf jeden Fall noch gehärtet werden. Und um das noch zu vervollständigen, hier sind die selbstgedruckten Reaver-Arme mit schon planem Element oben, wo der Magnet direkt drauf kann. Hier neben steht jetzt mal ein Reaver-Arm von Forge World, also der Guss. Die Größe passt. Das Design ist ein Müh variiert, aber prinzipiell ist es dasselbe. Und da leider ein Ravager Reaver nur mit 2 von diesen Armen jeweils ausgeliefert wird und mir dann für die zusätzlichen Waffen welche fehlen und ich nicht noch hier unten zusätzlich magnetisieren möchte, ausgedruckt, fertig, wunderbar, prima, fällt hinterher sowieso keinem Arsch auf, weil, wenn es bemalt aussieht, schon wieder ein ganz anderer Eindruck entsteht. So, also, das ist das mit dem 3D-Druck. Was noch aktuell durch den 3D-Drucker jagt, wie doof, ist was entstanden ist, aus einer Laune, aus einer Situation, aus einer Möglichkeit heraus, würde ich fast sagen. Und zwar, weiß ich gar nicht mehr, wie hundertprozentig das entstand, resultierte es aus dem von mir entdeckten, oder als ich entdeckte, nicht von mir entdeckt unbedingt, als ich entdeckte die Modelle von dem Fummelfinger auf der Seite Kults 3D, diese True Scale Space Marines, die dann ja auch meine Iron Warrior darstellen sollen, die meine Legefurian-Titanen unterstützen in Apokalypse-Spielen, wenn denn dann, ne, ihr wisst ja, weil nur Titanen spielen ist ja irgendwie ein bisschen öde. Jetzt kam dann es irgendwie dazu, dass sich der Jakob, der dunkle Reisende, im Tabletop-Forum und auch auf dem Discord so bekannt, meldete und sagte, wow, die sehen ja ganz cool aus. So, dann entstand irgendwie, jetzt weiß ich nämlich gar nicht mehr genau wie, ich sage einfach mal, es entstand irgendwie die Idee, lass uns doch da mal irgendwas draus spinnen. So eine Art Projekt, wo man was zusammen machen kann, weil, ey, bei den richtig großen, also bei den True Scale Marines sozusagen, hätte ich auch Bock, mal wieder ein paar Marines zu machen.
Dann habe ich mal ein paar Tage Wochenende so ein bisschen für mich rumgeguckt und hier und da mal geschaut, was könnte man denn da machen, wenn man zusammen was macht. Muss es immer dieser Klassiker Chaos gegen normale Space Marines sein? Die Modelle sind ein bisschen an die Horus Heresy Reihe angelehnt vom Design. Also wir haben MK3, MK4. Die neuen Waffen, die jetzt sind, sind auch so Horus Heresy gefühlt. Und die jetzt noch kommenden, wo er wohl gerade dran arbeitet, sind die in Anführungszeichen MK5, die Heresy Armor, dieses Konglomerat und zusammengeflickt zu der Zeit, was dann halt genutzt werden konnte. Das wurde genutzt. Und da kam dann die Idee, ja, Space Marines gegen Space Marines wäre ja cool. Aber Heresy ist ja auch irgendwie, das macht ja irgendwie jeder. Was könnten wir denn noch machen? Ja, irgendein Konflikt wird sich schon finden. Ich habe ein bisschen so mal dann in mich reingehört und mal ein bisschen hier und da geschaut. Und irgendwie kam dann mein Kopf auf den ersten Konflikt, in dem man eigentlich Space Marines gegen Space Marines geführt hat. In der Chronologie des Hobbys wohlgemerkt. Wenn ich mich nämlich nicht falsch erinnere, ja, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das erste, wo es wirklich Space Marines gegen Space Marines war, weil zu der Zeit der Konflikt der Horus Heresy nur eine Randnotiz war, noch gar nicht richtig ausformuliert war, war der Krieg um Badab. Es war nämlich in meiner Erinnerung eine Zeit, in der man noch Verbündete auswählen konnte, in dem ganz klar war, wer, also in dem Regelsystem Warhammer 40k, in dem ganz klar war, wer gegen wen kämpft. Die Tyranniden konnten mit niemandem verbündet sein. Der und der konnte nie und nie mit dem verbündet sein. Der und der durfte nie und nie gegen den kämpfen. Zumindest habe ich das so in meiner Erinnerung. Und dann kam plötzlich die Geschichte um den Badab-Krieg, damit nämlich die Firma einen Grund hatte, warum Space Marines gegen Space Marines in den Krieg ziehen konnten. So. Und das ist natürlich wunderbar, weil zum einen, es ist ein abgeschlossener Geschichtsbereich. Es passiert da nichts Neues. Das ist passiert. Der Badab-Krieg war in der Zeitlinie im Jahr 906 bis 911 im 41. Millennium. Also 40.906 und 40.911. Das sind 5 Jahre, wo wirklich der Konflikt aktiv ausgebrochen war. Natürlich die Vorgeschichte, wie dann Luft-Huron die Tyrants Legion aufbaute und mit den Maelstrom Wardens sich verbündete und diese Separatistengruppe gebildet hat. Das ist nochmal eine ganz andere Zeit, das dauerte noch viel länger, aber die Zeit, wo wirklich der Badab-Krieg war, waren nur diese 5 Jahre fertig. Es ist klar, wer hat mitgemacht. Es ist klar, wie die aussahen. Es gab nicht so viele Faktoren, wo man sagt, das ist jetzt aber auch schwierig. Da weiß man nicht viel drüber. Und es ist bei mir nochmal was Nostalgisches, weil das so der Beginn meines Hobbys auch war. Ich glaube, zu der Zeit war das auch wirklich, wo dieses Badab-Krieg-Ding kam und wo dann klar war, ey, Space Marines können gegen Space Marines ins Feld geführt werden. Zu der Zeit war das, glaube ich, so. So, und dann habe ich mir gedacht, was ist denn die coolste Fraktion eigentlich dabei? Ja, eigentlich sind es die Red Scorpions. So, das ist eins der neuesten Modelle. Das wird ein Assault Marine. Und mit einem der neuesten veröffentlichten Teile hier eine Chain Axe von Fummelfinger. Ich weiß, ich bin Loyalist mit den Red Scorpions, aber warum sollen die nicht auch Äxte benutzen? Karkaradon zum Beispiel nutzen welche. Und die sehen einfach richtig martialisch aus, diese Äxte. Und so kam es dann dazu, dass wir uns, also wir, der dunkle Reisende, der Jakob und ich, uns darauf festgelegt haben, ey, lass mal Badab machen. Und vielleicht kann man daraus ja auch ein Discord-Projekt machen, wo andere Leute einsteigen können. Ja? Und das haben wir dann letztendlich auch gemacht. Ich gucke jetzt gerade mal auf meine schlaue Liste. Wir haben nämlich von den dort beteiligten 18 Space Marine Chaptern, haben wir schon 5, 6 Stück dargestellt. Und das können auch noch mehr werden. Also wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Bock habt, Badab War True Scale Projekt zu machen, dann könnt ihr euch in den Discord einloggen. Dieses Discord-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe dort extra einen Kanal angelegt, The Badab War, unter Rubrik Die Brutstätte. Da müsstet ihr extra für freigeschaltet werden. Ihr könnt, glaube ich, mitlesen, ganz normal als Mitglied des Discord-Servers, aber posten könnt ihr nur mit der Rolle Badab Veteran.
Dafür schreibt ihr bitte mich an oder den Jakob, der ist dann noch mit mir im Kontakt und dann können wir euch dafür freischalten. Und wir haben aktuell in dem Roster die Caradons gestellt durch Manus Atra, die Raptors von Brawldolph, die Astral Claws durch Jakob, die Red Scorpions durch mich, Dizzy. Wir haben die Executioners durch Moxie. Wir haben die Nova Marines durch Skral und Bruder Lioness. Da haben wir eine Doppelung bei einer im Orden. Und da ist es auch gar kein Problem, dass das gemacht wird. Wenn sich die beiden absprechen, wer stellt wen da? Denn ein Orden ist mit so und so vielen Kompanien da gewesen. Und es ist ganz klar, dass jetzt nicht ein Spieler irgendwie alle Kompanien darstellt. Oder wahrscheinlich, dass er nicht alle Kompanien darstellt, die dann vor Ort waren. Und dementsprechend können sich die beiden ja absprechen. Ja, pass auf, ich mache die dritte Battleline Company und du spielst dann die vierte. Oder du nimmst Teile aus der sechsten und zehnten, also einer normalen, lass mich überlegen. Nee, aus einer Sturmkompanie und Reservekompanie und du machst Teile der Veteranen und der dritten oder so. Irgendwie, dass man sich abspricht. Dass dann, wenn es soweit kommen sollte und wir vielleicht ein kleines Event machen, abschließend dazu irgendwann im Laufe, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dann sagen können, ja, pass auf, wir stellen jetzt mal alles auf den Tisch. Wir spielen alle diesen großen Konflikt des Bedarbkrieg und beide Seiten sind vertreten. Und wenn eine Seite halt mit einem Orden mehrere Spiele abdeckt, ist ja auch geil. Und da habe ich richtig Bock drauf. Voraussetzung ist True Scale. Seien es jetzt die Modelle vom Fummelfinger in seinem Scale, den er da hat. Er hat den, glaube ich, extra Jugend-Scale genannt. Die sind ein bisschen größer als Primaris. Oder ihr nutzt Modelle von anderen Herstellern. Es gibt da einiges, was man dann auch bei uns im Discord findet, wo ihr bestellen könnt oder wo ihr Modelle herbekommt. Das ist die Voraussetzung. Es soll zum Thema passen, also zur Zeit. Es wird keine Primaris Space Marines geben vom Modell her. Es sei denn, sie sind so stark umgebaut, dass sie nach den alten Rüstungen aussehen. Wir spielen allerdings diese Modelle, also jetzt nicht den Terminator, den ich hier in der Hand habe, aber diese Modelle hier als Primaris, weil eben sie so groß sind und weil Primaris da einfach zu besser passt. Auch von der Größe, von der Verdrängung. Das zum Beispiel hier ist ein Assault Intercessor. Fertig. Ja, ist relativ simpel, passt auch ein bisschen so zu den Modellen. Die haben ja auch Mühen Heresy-Vibe. Wenn dann Trupp taktische steht, nur mit Boltern, wirkt ein bisschen nach Heresy. Passt aber auch wunderbar zu den normalen Intercessern, weil die haben halt auch nur alle ihre Bolter. Ja? Creative Liberty ist bei mir zum Beispiel diese Waffe. Das ist eigentlich ein Plasma Incinerator. Allerdings, wenn ich den von der Größe mal gucke, zu so einem normalen Typ, sieht der aus wie ein normales Plasmagewehr, ein Plasmagun. Die werden dann allerdings meine Heavy Supports, das ist so ein Hybrid aus Plasma Gun und Plasma Cannon, die werden dann meine Heavy Supports und sind dann die Hellblaster, so dass ich jetzt darauf hinarbeite, eine Kompanie der Red Scorpions mit 6 taktischen, 2 Sturm, 2 Heavy darzustellen, plus ein bisschen Elite aus der ersten Kompanie. Da haben wir zum Beispiel hier ein Company Ancient mit einem Banner. Den habe ich noch nirgendwo gezeigt. Das ist jetzt hier quasi primärenartig. Company Ancient mit einer Tactical Dreadnought Armor von den Red Scorpions und mein aktueller Umbau mit dem, beziehungsweise selbstgetüdeltes, mit dem ich noch nicht zufrieden bin, mein noch nicht gefallener, weil das passiert erst nach Bedarf, Oberbefehlshaber Carab Cullum. Der Anführer der Red Scorpions. Da gab es ein schönes Artwork. Da hatte er auf der rechten Seite noch einen Mantel runterhängen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe mich dann dazu entschieden, ihn so zu bauen. Der gefällt mir aber noch nicht hundertprozentig. Da muss ich nochmal überlegen, ob ich da nicht noch eine andere Variante nehme. Aber im Artwork hat er halt auch das Schwert so in den Boden. Der hält dann den Bolter natürlich nicht so nach vorne. Aber hier habe ich zum Beispiel bei dem Teil noch so einen kleinen Kragen ergänzt, den Kopf schon direkt reingesetzt, dass der da drin ist. Und hier vorne noch so einen kleinen Schrittschild, so ein Groin-Shield dran gebastelt, damit die Rüstung auch etwas mehr zu dem passt, wie er dargestellt wird auf dem Artwork. Das findet ihr dann auch später noch im Discord, wenn ich davon noch ein vernünftiges Foto mache und ihn dazu stelle.
Das ist allerdings noch Work in Progress. Und so arbeiten wir uns jetzt langsam vor, dass jeder so eine kleine Truppe hat und wir dann irgendwann vielleicht ein cooles Event machen können, wo wir gemeinschaftlich dann eine Schlacht oder die Schlacht, vielleicht auch, ist es auch ein Event mit mehreren Tagen, also mindestens eine Schlacht, wenn nicht sogar mehrere Schlachten im Bird-Up-Krieg durchführen. Und diese beiden Teile passen, glaube ich, ganz gut zusammen für einen Sturmterminator. Denn ich habe noch 4 Terminatoren, die ich bauen muss. Und dann machen wir uns eine coole Zeit da. Badabo. Revisited quasi. Das ginge auch, aber das sieht doof aus, ne? Ja, das ist doof. Ich arbeite jetzt gerade im Moment, also jetzt im Moment arbeite ich hier dran, ja, aber im Hintergrund an dem ersten Fahrzeug für meine Jungs und Mädels, wollte ich gerade sagen, für meine Jungs. Ein Rhino-Chassis, was wahrscheinlich erweitert wird um den Aufbau für ein Razorback. Da ist es nämlich dann so, dass wir alles ein bisschen erproxen. Ja? Meine normalen Marines sind Assault, also Intercessor. Den ihr gerade gesehen habt, ist ein Assault Intercessor. So, dass das alles ein bisschen besser passt, auch von den Werten. Und ich möchte dann tatsächlich auch ein Fahrzeug mitnehmen, und zwar ein Razorback. Und dieses Razorback ist dann quasi ein Proxy für einen Imposor. Imposor hat 6 Plätze für Jungs drin. Razorback auch. Passt also von der Transportkapazität. Waffen, kommt darauf an, wie ich das Razorback ausrüste, kann man hinkriegen, dass es auch passt. Und das Razorback passt einfach optisch besser zu den Red Scorpions zu der Zeit, weil es den Impulse einfach noch faktisch noch nicht gab. So, der kam erst später. Ich möchte mich dann an der Stelle aber so weit an die Regeln halten, dass ich das Profil des Impulsor nehme, wo Primaris drin transportiert werden können und nicht einfach sage, ja, lass uns die Razorback-Regel nehmen und dann sagen wir einfach, da drin können Primaris fahren, denn das ist das Problem, dann kann ich ja auch einfach ein Rhino nehmen und darin Primaris fahren lassen, aber das Rhino, wie wir ja wissen, selbst wenn ich es jetzt höher skaliere, ich habe das erste Chassis schon gedruckt auf 125% ist der Originaldatei, selbst wenn ich das größer drucke, ist ja immer noch so die Sache, passen in so ein Rhino wirklich 10 Marines? Unwahrscheinlich. Also nehme ich da so ein bisschen für mich den Shortcut, mache daraus einen Razorback, einen Klingenrücken. Da passen nur 6 rein. Ja, da ist oben noch dieser Turm drauf. Aber wenn ich mir das Modell angucke, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da wirklich 6 reinpassen. Und 6 passt auch zum Impulsor. Also kommt eins zum anderen, wird das ein Impulsor-Proxy? Ja, ich weiß, der schwebt nicht. Die Bewaffnung ist vielleicht nicht optimal zu dem. Aber hey, das ist ein Fun-Projekt. Ja? Es geht hauptsächlich um den Spaß, um coole Modelle und um gemeinschaftlich Dinge zu entdecken, die wir vielleicht noch nicht kennen. Den Bird-Up War oder den Bird-Up-Krieg, den kennen vielleicht erstmal noch gar nicht alle. Dann kommt noch die Situation, sich mal mit True-Scale-Marines zu befassen. Und für den einen oder anderen, der das dann auch nutzt, mit der Technik entsprechend, sich mit dem 3D-Drucker mal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Ja, wenn es dann darum geht, sowas wie zum Beispiel einen Dreadnought zu skalieren und selber zu drucken. Wenn man das dann wirklich machen muss. Ich bin der Meinung, der Dreadnought an sich ist schon in der richtigen Größe, wie er in der Lore dargestellt wird von der Größe. Ich glaube 3,7 Meter oder so. 3,6 Meter. Auf jeden Fall, das Modell würde zu einem True Scale Marine passen. Das normale Contemptor Dreadnought Modell zum Beispiel. Dementsprechend, da bräuchte ich nichts skalieren. Aber andere Modelle, wo ich vielleicht sage, ja, die Größe passt nicht ganz, da muss ich das anpassen. Dann kann ich das nochmal so ein bisschen für mich rausfinden und ein bisschen rumexperimentieren. Wie gehe ich mit 3D-Druckdaten um, mit der Qualität von 3D-Druckdaten? Wie ist das, wenn ich verschiedenste Anbieter mal auch vielleicht kombiniere? Passt das einfach? Ich bin da ganz weit vorne, würde ich fast sagen, und kombiniere Teile aus verschiedensten Kits. Ich habe bei meinen MK4 Marines, was die Basis ist bei den normalen Marines bei mir, habt ihr gerade schon gesehen, den MK6 Corvus
Helm dabei. Ich habe andere Helme aus den MK 7 und 8 Reihen der Power Armor dabei. Ich habe Helme, Köpfe dabei, die keine Helme aufhaben und die haben hinterher die Helme am Gürtel. Das ist bei den Modellen vom Fummelfinger selbst auch nicht vorgesehen. Ich habe mir hier von einem anderen Anbieter die Purity Seals besorgt, die ich verbaue, die komplett diese Pads, die Schulterplatten, die Purity Pads von den Red Scorpions in dem Falle, die sind auch nicht von Fummelfinger, die sind von jemand anderem. Die Bolt-Pistolen, die ich nutze, die Incinerator sind von anderen Anbietern und so kann ich so ein bisschen auch rumprobieren, was passt wie, was muss ich wie skalieren, dass es passt. Und das ist auch nochmal eine ganz spannende Sache tatsächlich. Und dazu kommt noch, ich muss nichts bei der Firma kaufen. Ja? Ja, okay, ich drucke und ich sorge immer weiter für einen, immer noch für einen Backlog. Also es ist nicht, dass ich weniger Zeug dadurch jetzt habe. Und durch mein Space Marines brauche ich nicht, ist ja jetzt auch mittlerweile aufgeweicht. Aber ich habe bei diesem Projekt jetzt hier noch nichts gekauft von der Firma. Außer Bases. Ja, ich habe einen ganzen Haufen Bases gekauft, die ich dafür verwenden kann. Aber sonst habe ich zum Beispiel nichts von der Firma gekauft und das fühlt sich nicht verkehrt an. Die Frage ist natürlich auch, wie ist das Ganze rechtlich? Ja, das ist immer eine ganz große Frage. Dem müsste man dann auch im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen auf den Grund gehen. Wie sich das Ganze mit Rechten, mit Design, angelegten Designs oder angelehnten Designs darstellt. Welches Design ist geschützt, kann wirklich geschützt sein. Da kann man auch sich theoretisch dann im Rahmen dieses Ganzen nochmal drüber schlau machen. Aber ich für meine Stelle sage hier an dem Punkt, ja, da kann man drüber reden, kein Problem. Das können wir, da können wir ganz analytisch drüber reden. Aber, ja, jetzt kommt das große, aber ich nutze diese Teile hier, diese Daten für meinen Heimgebrauch. Ich habe nicht vor und werde auch nicht für irgendjemanden Modelle drucken. Und das in Anführungszeichen unnötig vervielfältigen. Meine Güte, was ein Wort. Ich habe das erstmal nur für mich. Und dementsprechend glaube ich, da es ja für den Heimgebrauch ist, ist da dieses rechtliche Schlupfloch. Ob der Designer, der diese Modelle so erstellt, beziehungsweise die Daten für die Modelle so erstellt, ob der das hundertprozentig von diesem Design, Copyright und sonstigen durfte, kann ich jetzt noch nicht sagen zum aktuellen Punkt. Das müsste man nochmal genau lesen. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich meine Verantwortung liegt, weil ich habe diese ja nicht erstellt. Ich drucke nur die Daten für mich hier im Heimgebrauch. Ich vervielfältige nicht und verkaufe. Ich vervielfältige nicht und verschenke. Und dementsprechend dürfte das eigentlich gar kein Ding sein, weil für Heimgebrauch, du darfst ja theoretisch auch eine CD, ein Musikalbum, darfst du ja auch im Prinzip kopieren, also eine Kopie von erstellen, eine CD brennen, für dich, für den Heimgebrauch, beziehungsweise das Album liegt brav zu Hause und im Auto unterwegs zur Arbeit, höre ich dann eine Kopie des Ganzen, weil ich Schiss habe, dass das Album sich abnutzt. Und ich dann irgendwann das Album nicht mehr habe. Und das ist ja Musik, die ich gerne höre, deshalb habe ich es natürlich noch gerne Zeit. Das ist dieses Ding mit dem Heimgebrauch. Wie gesagt, wer davon von euch noch weiteren Insight hat, immer gerne sagen und auch in die Kommentarsektion schreiben. Davon profitieren wir dann, glaube ich, alle, die dieses Video anschauen. Und wenn ihr Bock habt, bei diesem Bad-Up-Ding mitzumachen, meldet euch einfach im Discord an. Kostet nichts, tut nicht weh. Meldet euch bei mir im besten Falle. Ich bin Admin. Meldet euch bei Jakob, um abzusprechen, wer wo vielleicht mitmacht. Auf welcher Seite, welche Fraktion vielleicht sogar. Und dann klären wir, ob die komplett noch frei ist, ob ihr da euch austoben könnt. Oder ob ihr diese Fraktion euch mit jemandem teilt. Und dementsprechend man gucken muss, dass nicht vielleicht irgendwelche Doppelungen sind. Angenommen, es gibt zwei Leute, die Karkaradons machen wollen. Dass es dann zum Beispiel keine Doppelung vom Ordensmeister der Karkaradons gibt. Das wäre natürlich schade.
Es steht euch natürlich frei, für eure Karkaradons letztendlich dann auch nochmal das Modell des Ordensmeisters anzuschaffen, weil das ist zum Beispiel im Rahmen des Projekts, dieses gemeinschaftlichen, dann nicht zweimal vorkommt, also in zwei Listen. Und dann haben wir, glaube ich, eine coole Zeit im Austausch. Vielleicht machen wir dann ja auch nochmal so eine zusammen Bastel-Mal-Quassel-Session über das Vox-Relay, dass wir mal ein bisschen uns unterhalten über den Badab-Krieg. Da gibt es auch zwei Bücher zu, dass man vielleicht auch die zusammen mal durchliest. Also nicht wirklich in dem Moment live durchliest, sondern sagt, ey, lass nächste Woche mal uns im Vox-Relay treffen. Bis dahin haben wir dann vielleicht das und das Kapitel aus dem Buch schon fertig gelesen, jeder. Und wir können uns darüber unterhalten, was da passiert ist, was wir ganz cool fanden, was vielleicht eine Episode ist, die es dann in einem Event gibt, die darstellungswürdig ist. Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung. Darstellungswürdig, also die man gerne mal darstellt. Ich denke da so an diese Situation auf der einen Raumstation, auf diesem einen Horchposten, wo Luft Huron sich das erste Mal mit dem Red Scorpion Ordensmeister, dem alten Ordensmeister, getroffen hat. Wer war noch da? Ich glaube, Firehawks, Mantis Warriors waren noch zugegen und die da eigentlich diplomatisch was klären wollten. Es dann aber noch einen Angriff gab von zwei oder drei Chaos-Raidern, also Raumschiffen, die dann in dieses System kamen. Und dann letztendlich sind leider die Loyalisten-Anführer umgekommen. Was zur Folge hatte, dass dann zum Beispiel bei den Red Scorpions Carab Cullen die Leitung des Vereins übernommen hat. Und das wäre so eine Situation, dass da könnte man, glaube ich, cool mal so ein ganz kleines Spiel machen mit ein paar Captains von den entsprechenden Orden, mit jeweils einer Honor Guard, also einem Elite-Trupp, je nachdem, was man dann macht. Vielleicht spielt man sie als Blade Guard, Veterans der Primaris. Also so Jungs mit Sturmschild und Schwertern, also so ein bisschen Breacher-mäßig. Und dass es dann den Konflikt gibt und dann diesen kleinen Kampf. Es ist nicht viel überliefert worden davon, nur die Verluste. Also es ist nicht genau klar, was passiert ist auf dieser Raumstation. Was könnten wir denn ja darstellen? Ja, zum Beispiel. Es ist auch nicht ausgeschlossen, wenn ihr jetzt sagt, ja, hätte ich Bock drauf, aber Space Marines? Es gibt auch die Tyrants Legion, also die Maelstrom Wardens unter dem Tyrannen von Badab, dem Luft Huron, dem Ordensmeister der Astral Claws, haben ja auch die planetaren Verteidigungsstreitkräfte dort ordentlich vorangetrieben. Und die haben sich hinter Tyrants Legion genannt. Das waren PDFs, also Planetary Defense Force Truppen, die auch jeweils von Space Marines überwacht und angeführt wurden. So ein bisschen wie bei der Garde selbst, der Kommissar dient. So, und vielleicht hat einer auch Bock, dann die Tyrants Legion darzustellen mit imperialer Armee. Und dann hier und da durch mal ein, zwei Space Marines auch dahin zu stellen, die dann einen HQ-Slot abbilden. Dass man vielleicht einen Lieutenant nimmt und sagt, ja, der steht jetzt halt hier. Da passt es thematisch auch, dass der da steht oder mitgeht. So, und das Gute natürlich an der Tyrants Legion wäre, dass ihr auf ganz normale Modelle zurückgreifen könnt. Ja? Ich würde tatsächlich, ich von meiner Warte, als einer der Anführer des Konflikts, wegen Red Scorpions, würde natürlich mir wünschen, dass vielleicht nicht auf diese standard-kardianischen Sturmtruppen zurückgegriffen wird, sondern vielleicht irgendwie was Cooleres, was Archaisches genommen wird, wie die Tempestus Science, ein bisschen umgebaut. Es gibt da ja auch diverse Daten, wo man solche ähnlichen Modelle, so menschliche Soldaten aus dem Sci-Fi-Bereich drucken kann, dass ihr diese dann wählt und das so ein bisschen elitärer, weil die Tyrants Legion hat ja zum Beispiel die Space Marine Orden ziemlich lange beschäftigt und dementsprechend glaube ich, dass die schon recht elitär waren, dass ihr die dann so darstellt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte mit dem Gedanken, mit dem Faden. Ach so, und dass ihr dann
nicht einfach sagt, hey, ja, ich habe hier imperiale Garde und die spiele ich jetzt einfach damit und sagt, die sind die Tyrant's Legion, sondern auch wirklich ein Farbschema, was gezielt in diese Richtung geht. Vielleicht so ein dunkelgrau Anthrazit als Flak-Armor, die Uniform darunter passend zum Schauplatz. Wir wollen gerne alle so wüstenstaubige Bases machen, dass die dann vielleicht da eine beige Uniform drunter haben und dass eine Schulter der Rüstung vielleicht blau ist, um da auch das Zeichen der Tyrant's Legion drauf zu tragen. Das fände ich zum Beispiel ganz cool. Und da müssen wir mal gucken, wo wir letztendlich landen. Ich bin noch nicht hundertprozentig drin und belesen, welche Teile, welche Elemente noch auf Seiten der Loyalisten mitgelaufen sind. Ja, ich spreche in dem Falle jetzt wirklich von den Loyalisten und Separatisten. Da müssten wir nochmal gucken, ob auf der Seite der Loyalisten auch theoretisch Garde stattfinden könnte. Aber cool fände ich halt, wenn der Fokus auf den Space Marines bleibt, weil das ja, wie gesagt, das erste Mal war in der Zeit, dass wirklich Space Marines gegen Space Marines gekämpft haben. Also wirklich die klassischen Space Marines und nicht Space Marines gegen Chaos Space Marines, die heutzutage Heretic Astartes heißen, sondern wirklich die ganz normalen Space Marines gegeneinander kämpfen durften. Und das fand ich so bezeichnend und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir das in den Fokus rücken. Und es sind ja noch ein paar Chapter frei, wenn ihr einsteigen wollt. Wir haben die Marines Errant, wir haben die, keine Ahnung, wie heißen sie? Keine Ahnung, wir könnten die Tiger Claws noch einbauen, die Mantis Warriors, dann haben wir was ich auch gerade nicht im Kopf habe, wie sie heißen, Firehawks, Minotaurs, Lamenters, Sons of Medusa, die Howling Griffins und die Salamanders waren zum Beispiel auch zugegen. Ja, Salamanders. Wenn ihr Bock habt, True Scale Salamanders zu machen, why not? Do it! Hätte ich Bock drauf. Wenn ihr sagt, ja, würde ich gerne einsteigen, aber mehr als, ich sag jetzt mal, irgendwie was, mehr als ein zweitaktische Trupps, ein Captain und ein Banner werde ich nicht stellen können wollen. Es ist ja auch voll okay. Dann kriegen wir das bestimmt auch hin, dass ihr da entsprechend eurer Wünsche mit einsteigt. Und wie gesagt, das ist wieder eins dieser Projekte, wo man sagen kann, ja, lass uns das erstmal machen. Das ist ein Marathonprojekt. Das wird das Ziel haben, mal gemeinsam ein Event zu machen. Aber natürlich immer mit dem Hinblick, ja, es ist immer noch diese blöde Pandemie und dementsprechend ist es eher etwas Langfristiges angelegt. Gut auch, wenn ihr mitmachen wollt, der Jakob hat ein Google Drive Dokument angelegt schon, wo alle Daten gesammelt sind, wo ihr was herkriegt, ja, wo ihr die True-Scale-Modelle herbekommt, wo ihr zusätzliche Waffenoptionen herbekommen könnt, wo ihr Fahrzeuge herbekommt, Dreadnoughts, alles Mögliche ist da schon von ihm hinterlegt. An dieser Stelle riesengroßes Dankeschön an dich, dass du das schon gemacht hast. Da könnt ihr euch dann auch einfach durchklicken. Wie gesagt, ich bin da gerade bei dem Chubby Unicorn, dem die Datei heißt so, finde ich ganz lustig, dem Rhino-Chassis, das dann hinter zu einem Razorback werden wird. Und als nächstes wäre dann die Idee, in Richtung etwas Größerem zu gehen und mal auszuprobieren, ob ich auf meinem 3D-Drucker hochskaliert auch einen Land Raider umgesetzt bekomme. Und wenn der möglich ist, dann wäre der nächste Punkt ein Spartan. Ja. Ein Spartan Assault Tank für sozusagen die Elite der Truppe, also Carab Colon selbst plus seine Honor Guard. Muss ich mal gucken, ob das alles so umsetzbar ist auf meinem Drucker und wie das dann kommt. Habe ich aber auf jeden Fall Bock drauf, das alles zu erforschen und mal auszuprobieren. Und vielleicht werden dann die Flash Terror im Apocalyptic Empire einfach abgelöst durch eben die Red Scorpions. Was auch nicht schlimm ist, weil die Red Scorpions sind definitiv mehr. Sind jetzt schon mehr Modelle als die Flash Terror. Und da haben wir es wieder mit dem Hobby-Schmetterling. Ja? Ich fühle mich aber tatsächlich jetzt, weil das so eine Art Gruppenprojekt wird, auch gar nicht so schlecht über dieses neue Anschaffung, neue Modelle. Und ja, Dizzy, du hast doch gesagt, Space Marines brauchst du ja gar nicht.
Ja, habe ich gesagt, zu dem Zeitpunkt. Aber ich fühle mich echt nicht schlimm, dass das jetzt so ist. Und freue mich eigentlich, dass wir dadurch den Discord ein bisschen weiter beleben und es da auch diesen regen Austausch im Moment gibt zu eben diesem Projekt. An dieser Stelle allen, die jetzt schon sagen, ey, ich habe Bock darauf mitzumachen, Dankeschön. Und sei es nur mit zwei taktischen Trupps und einem Captain von irgendeinem Orden. Danke, dass ihr mitmacht. So, und hier habe ich jetzt die restlichen Veteranen in Tactical Dreadnought Armor, wie die ja so schön heißt, die Terminator-Rüstung. Die kriegen jetzt noch Reinheitssiegel, das ein oder andere. Und dann muss ich die Bases noch machen. Dann habe ich nämlich zwei Terminator-Trupps fertig, zu je 10 Mann. Ich habe erst überlegt, 4 zu je 5. Dann dachte ich mir aber auf der anderen Seite, ja, die Red Scorpions sind jetzt nicht bekannt dafür, Unmengen an Terminator-Rüstung zu haben. Vielleicht haben sie die dann auch einfach so auf zwei Trupps organisiert in dem Moment, um die restliche Kompanie mit normalen Veteranen, also mit Veteranen in normaler Rüstung rumlaufen zu lassen. Da wäre ich dann an dem Punkt, wo es dann an sowas wie Blade Guard Veterans geht. Die gehören dann auch zur ersten Kompanie und sind dann die Ehrentruppen von Carab Cowan zum Beispiel. Und ich muss dann nochmal gucken, dass ich ein paar Teile ausdrucke für Apothecaries, denn die Red Scorpions mit ihrer sehr reinen Gensaat, die keiner der ersten Legionen wirklich zugeordnet werden kann, haben ja sehr viele Apothecary in ihren Reihen. Also werde ich davon auch ein paar brauchen, um das eben auch thematisch darzustellen. So viel dann auch zu der weiteren Planung. Das heißt, ich habe dann Teile einer Battle Company. Welche? Weiß ich noch nicht. Ich tendiere zu Schwarz. Das ist, glaube ich, die 5. Battle Company. Ich habe Teile der ersten Kompanie und natürlich noch so Elemente, die eigentlich zum HQ des Ordens gehören. Also, was haben wir denn da? Lieutenants. Ja, also Second und Third in Command sozusagen. Die sind zu der Zeit noch nicht so aufgeführt als Truppentypen, aber ich bin der Meinung, dass aus dem HQ-Staff, den jeder kodextreue Orden ja auch aushebt, dass aus diesem HQ-Staff, dass das auch Leute sind, die dann als Lieutenants durchgehen können. Und dementsprechend sind da auch welche bei, die dann zugeordnet sind. Denn ich spiele ja keinen Primaris-Orden. Ich spiele ja im Prinzip einen normalen Marine-Orden von der Thematik, indem ich nur den Primaris-Stempel von den Regeln aufdrücke, weil das besser darstellt, was ich hier tatsächlich habe. Ich weiß, im ersten Moment alles ein bisschen verwirrend, aber es wird Sinn ergeben und ich hoffe auch, dass ich hier dann relativ zügig auch oder zeitnah ein bisschen Farbe drauf bekomme auf die ersten Modelle und dem Jakob zum Beispiel nicht in zu viel nachstehe. Ich habe mir nämlich auch extra schon graue Grundierung bestellt in ausreichender Menge und kann dann auch bald damit beginnen und da habe ich Bock drauf. Das ist ein richtig cooles Ding, was sich so einfach aus dem Nichts entwickelt hat. Es ist einfach passiert und es ist nicht schlimm, dass es einfach passiert ist. Es fühlt sich sogar fast gut an. So, und jetzt habe ich viel darüber geredet und viel beweihräuchert und viel gesagt, wie cool ich das doch finde. Jetzt seid ihr eigentlich dran zu sagen, hey, coole Idee oder ach Dizzy, was hast du denn da schon wieder angestellt? Würde mich interessieren, was ihr da für Input habt, ob ihr mitmachen wollt. Habt ihr vielleicht Info zu der rechtlichen Situation bei dem Thema 3D-Druck? Also der darüber hinausgeht über, ja, das ist für privaten Gebrauch, macht doch einfach, sondern wirklich Infos, mit denen man dann auch arbeiten kann. Und dann schreibt das doch gerne alles in die Kommentarsektion. Beweihräuchert uns gerne ein bisschen, wenn ihr wollt. Sagt, dass ihr es cool findet, dass ihr auch darauf euch freut, wenn es dann irgendwann die Situation gibt, dass es da zu einem Konflikt kommt, also zu einem Event, wo dieser Konflikt wirklich dargestellt wird. Und so weiter und so fort. Für mich war es das jetzt diese Woche.
denn ich habe hier 3D-Teile zu härten. Ich habe vier Bases fertig zu machen. Ich habe weitere Truppentypen auszuheben. Ich habe noch mit meinem 3D-Drucker rumzueiern, dass ich mit dem Rhino, dem ersten, weitermachen kann. Das ziemlich groß geworden ist im Vergleich zum normalen Rhino. Und sowieso und überhaupt. Und ich danke euch bis hier schon mal fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich ganz kurz nochmal auf der Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Das Video ist fast vorbei und ihr wisst natürlich schon, was jetzt passiert. Ideen, Wünsche, Anregungen, Kritik, alles mögliche unter dem Video in die Kommentarsektion, über der Kommentarsektion, aber noch unter dem Video findet ihr die Videobeschreibung. Da findet ihr allerhand Links zu Facebook, tabletopweltpro.de Forum, dem heute oft erwähnten Discord-Server, wo ihr dann auch bei Badab einsteigen könntet, wenn ihr Bock habt. Ihr findet aber auch einen Link zum Spreadshop, wo ihr wunderbare Sachen wie solche T-Shirts oder dieses Design auch auf anderen Elementen, Produkten heißt das, finden könnt und euch da auch etwas gönnen könnt, weil ich finde den schon ziemlich cool, muss ich sagen, ja, weil auf in den Krieg, erkennt ihr die, ja, erkennt ihr, ne, sieht fast genauso aus, ist zum Verwechseln ähnlich, wie dem auch sei, ich würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht euch das ein oder andere Produkt kaufen würdet, ich zwinge euch nicht, aber das kommt auf jeden Fall mir und diesem Channel dadurch zugute. Und coole Kleidung, das ist auf jeden Fall. Bis wir uns das nächste Mal sehen, wird einige Zeit vergehen. Das wird nämlich wahrscheinlich erst nächster Mittwoch sein. Denn am Wochenende wäre eigentlich die Hamburger Taktika. Taktika ist nicht, ich bin aber in Hamburg. Weil mal ein bisschen Stadt gucken, mal ein bisschen rauskommen. Dementsprechend kein Tabletop-Frühstücksfernsehen dieses Wochenende. Letztes Wochenende leider auch keins, weil da meine Nase so dermaßen zu war, dass ich euch das nicht hätte zumuten wollen. Vielleicht machen wir mal ein Live am Maltisch kommende Woche. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es in die Kommis, dann kann ich darauf auch reagieren. Bis dahin, wenn ihr noch weiteren Hobby-Content braucht, könnt ihr dort, dort, dort und dort auf Videos aus vergangenen Zeit klicken, wo ihr mich auch seht, den Vergangenheits-Dizzy, den etwas dickeren, den dünnen, den lustigen, den komischen, den cringe-worthy Dizzy. Bis wir uns hier an dieser Stelle das nächste Mal sehen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus für heute. Keep on Wargaming!